Da waren es nur noch 10. 10 Schiffswracks, wo wir unsere Archäologen hinschicken, um nicht nur auf dem Land, wie sie schon kennen, mit der Lupe in der Hand Ausgrabungen anzuleiten und die Grabungshelfer dann herzuscheuchen, sondern auch Leute zu finden, denen man halt einen Tiefseeanzug und einen Helm auf den Kopf setzen, eine Sauerstoffflasche umhängen und in das Dunkel der Küstengewässer hinabsinken lassen kann, um Artefakte zu bekommen. Ein erstes haben wir, eine Halskette, haben wir gefunden bei der Titanic. Die ist wirklich hier gesunken. Wieder was dazugelernt. Ich dachte, es wäre irgendwo in Hollywood gewesen, wo die gesunken ist, aber es war wirklich hier in den kalten Nordmeeren unserer Welt hier. Birmingham. Ein weiterer Archäologe. Jetzt dazu die Frage, wohin schicken wir ihn? Wir können ein Schiffswrack, die anderen sehen ihn noch lange nicht. Da haben wir im Prinzip Zeit. Trotzdem, wenn wir hier schon einen rumstehen haben, es wäre Quatsch, das nicht zu nutzen. Wir nehmen ihn, weil, genau, so machen wir das, weil wir haben einen hier oben in Forlex in einer Runde und dann haben wir hier den noch in Forlex, entschuldigt bitte. Der oben hat, glaube ich, noch 4 Slots frei. 1, 2, 3, 4. Schiffswracks sind hier keine. Dev-Slot ist hier dann frei. Also 1, 2, 3, 4. 5. Und kann dann bei der Gelegenheit auch noch als 6. das Schiffswracks hier sich holen. Das heißt, wir könnten den da oben mitnehmen und hier weiter rumlaufen. Das könnten wir machen. Also packen uns den. Gehen hoch. Hier hin. Der bleibt erstmal an Ort und Stelle. Der große Künstler. Noch haben wir hier kein Kunstmuseum, aber an anderer Stelle auch nicht. Mit dem Kollegen können wir uns wiederum hier rüberlaufen. Der hat nur eine Bauaktion, das ist dürftig. Wir können also gleich schon... ich packe den mal wieder eins hier raus. Achso, wir können noch... Ja, ich packe ihn mal hier. Wir wollten nämlich dann auch nachher einen Handwerker... Kaufen mit Glauben geht nicht. 565 Gold, ja, aber wir sparen das Gold gerade für ein Kraftwerk. Das war, glaube ich, 2400. Kraftwerk in Birmingham. Deshalb warte ich mit dem Kauf des Handwerkers ab. Ich habe dem schon mal Platz gemacht, indem ich den großen Künstler oder den großen Musiker, den großen Künstler war es, hier rausgeschickt habe. So, und der Archäologe hier in Australien. Hier ist schon alles abgegrast. Mit denen geht es Richtung Osten. Und zwar hierhin. Hier graben wir aus. Und holen uns von Zondok, von der kindlichen Kaiserin, holen wir uns eine Entdeckung aus der Klassik. Ein Mosaik. Ihr wie aus dem Gesicht geschnitten, möglicherweise ist das sogar buchstäblich gemeint. Kann ja sein, dass sie sehr viel Make-up auftragen muss. So, mit dem Kollegen Einfist rennen wir gleich am Rand des Gebietes der Eisernen Faust hin und her, tun uns ein Artefakt nach dem anderen. Holen uns diesmal eins vom Barbarenland. Eine Amphore. Jedes Artefakt bringt uns einen Zeitalterpunkt. Wohnraum, ja, überall immer Probleme, das ist klar. Und ein Blick hier rein verrät uns in ein dunkles Zeitalter, werden wir gewiss nicht kommen beim nächsten Epochenwechsel. Das Normale haben wir schon erreicht. 143, es fehlen nicht mehr viele. Dann haben wir das Goldene erreicht.
Der Epochenwechsel kann kommen. Es geht uns verdammt gut. Wir glitzern und funkeln Diamanten. Kleopatra hätte gerne Kohle von uns. Nee, tut mir leid. Und gemeinsam Krieg. Ach nee, lass mal. Lass mal stecken. Muss nicht sein. Was wir machen können, aber ich klick das mal alles weg hier und könnte dir vielleicht Wale andrehen stattdessen, wenn dich das glücklich macht. Wer weiß. Haben wir irgendwas noch im Überfluss? Gewürze, ja. Jade. Das wäre da auch was wert, oder? Macht einen gerechteren Vorschlag. Wie bitte? 2 Gold. 30 Runden lang. So viele Luxusgüter. Haha. Irgend schönes Kunstwerk. Nein, nur noch 5 Städte, Hauptstadt und 4. Das ist alles schon sehr peinlich. Ja, da hat keine Jade. Oder keine Gewürze. Hat sie denn schon Wale? Was ist denn das absolute Minimum, mein Lieber? Ach komm, wir lassen es sein. Ja, sehr schade. Geizkragen. Ja, wir plündern die Artefakte. Er guckt uns freundlich an und wir sagen, nein, unsere Archäologen werden nicht woanders graben. Wir können ihn provozieren. Wir können seine Bitte einfach ignorieren. Das verstimmt ihn. Wir tun mal so, als seien wir schwerhörig. Ja, natürlich. Wir verbessern immer das Verhältnis, solange es uns nichts kostet. Zum Beispiel den Verzicht auf Artefakten. Der wäre zu kostbar. Arabien möchte die Freiheitsstatue bauen. Cool. In London, der Spion fertig. 15 von 16 Wohnraum. Macht es Sinn, ein Wohnviertel hier zu bauen? Die Frage ist, wo? Und macht mäßig Sinn, wir könnten in Bezirken die Leute unterbringen. Könnten, ja, das liegt hier alles ganz dicht nebeneinander. Also richtig viel Sinn macht das nicht zwingend. Wie viel Nahrung haben wir im Plus? Das ist schon fein ausbaldowert hier. Könnten hier in die Kultur was reinstecken. Dann haben wir jetzt einen Malus, einen Nahrungsmalus. Könnten woanders ein Feld uns holen. Wie sieht es mit Birmingham aus? Wohnraum am Maximum. Mhm. Dann machen wir Folgendes. Dann schnappen wir uns hier London und holen uns das Gebiet hier dazu. Warum wird das nicht besetzt? Sieht doch gut aus. Plus minus null. Aber kein Verlust. Alles bestens. Genau plus minus null. Da verzichten wir auf das Wohnviertel erstmal. Seehafen wird hier sehr viel bringen. Universität auch. Ich fange mit der Uni an, denn wir hinken naturwissenschaftlich ein bisschen hinterher und wir haben hier so schnell was gebaut. Das können wir echt machen. Winkt uns ein Weltwunder und lacht uns an. Eines ist ja echt gerne hätten. 3 Gouverneursbeförderungen nehme ich immer mit. Aber nicht auf unserer Mine. Nicht mit meiner Mine. Ein Militärpolitikplatz. Oha. Nicht auf meiner Mine. Entschuldigt. Seehafen will ich haben, bringt jede Menge Gold. Wenn wir alle Seefelder belegen würden, aber wir stecken unsere Bürger vor allem auf Landjobs. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Hochlebe die Universität. Der Archäologe bei Forlex. Okay, jetzt gehen wir mal der Reihe vor. Das erste, was wir uns holen, ist... Achso, mit ihm wollten wir nach oben gehen, ne? Wir bleiben erstmal hier direkt da, wo wir sind. Das geht am schnellsten hierhin.
Eine Schriftrolle der Kleopatra, vermutlich ihr Tagebuch oder ihr Poesiealbum, das sie mit den Prinzessinnen an ihrem Hof immer ausgetauscht hat, wo sie gesagt hat, hier, mal mir mal einen schönen Hieroglyphen rein, ich hab dich auch lieb. Noch ein Spion in London? Das ist ein neuer, genau. Also nochmal, Gegenspionage, hier ist ja Quatsch. Können wir irgendwo ein großes Kunstwerk uns holen? Oder irgendwas anderes in irgendeiner der Städte? Können wir was rauben? Angezeigt wird uns nichts. Ich glaube, die werden normalerweise auch angezeigt. Wenn überhaupt, dann geht das ja hier bei den Theaterplätzen. Wer hat denn irgendwas, das er mopsen könnte? Sprech mal einfach nur so aus lauter Freundlichkeit mal vor Ort vor und gucke mal, was die Leute im Portfolio haben. Uninteressant, hier schon mal gar nichts. Wie sieht das aus mit unserer Freundin Kleopatra? Auch nichts. Wie sieht es aus mit Hojo Tokimune? Ja, zwei große Werke. Erschaffen in Basa. Und vermutlich doch ausgestellt. Ist interessant. Son Doc? Nein. Tja, also kulturbeflissen sind die meisten Herrschaften, ja weiß Gott nicht. Und Gandhi, der ist vermutlich viel zu bescheiden, um mit Literatur oder anderen Dingen zu prunken können. Das heißt, nach Basa müssen wir. Basa, japanische Stadt. Uns nicht angezeigt wird. Wo ist Basa? Wir gucken uns mal an, wo die Japaner überhaupt liegen. Ich habe doch Basa gerade gelesen, oder? Der Künstler heißt Basa. Wir wissen gar nicht, wo das ausgestellt ist. Wo sind die ausgestellt? In irgendeiner, vermutlich in der Stadt mit sehr viel... Wo? Wahrscheinlich in Tokio, oder? Yokohama hat einen Theaterplatz, Kyoto. Also ich denke, Kyoto... Ursprüngliche Hauptstadt von Japan hat vermutlich als erstes einen Theaterplatz fertig gehabt. Kein großes Kunstwerk zum Stehlen, da steht's. Ja, dann. Dann kann es ja nur Yokohama sein. Ja, und hier können wir klauen. 37% Wahrscheinlichkeit, mögliche Missionen. Wir können es auch erstmal, wir werden es erstmal vor Ort hingehen. Und gehen auf Quellen beschaffen, 8 Runden lang, sodass wir dann effektiver können die großen Werke mopsen können. Oder, was wir auch machen können, eine ganz andere Idee. Wir könnten versuchen, in einer der indischen Städte Unzufriedenheit zu schüren, um die Loyalität zu mindern. Zum Beispiel, wie ist es hier? Volle Loyalität in Madurai. Ja, plus 29,7, das können wir knicken. Agra wiederum ist nicht so spannend hier, ne? Oder? Plus 3,1. Die Stadt könnten wir zu einer freien Stadt machen und die dadurch ein bisschen ärgern. Das könnten wir machen. Was gibt es hier, dass sie da aussehen wie ein Theater? Wie eine heilige Stätte. Eine heilige Stätte, okay. Sonst gibt es ja an interessanten Bezirken nichts. Hier gibt es eine Werft, okay. Aber die Stadt ist ja auch spät entstanden. Kalkutta wird kein, das ist ja 28,9 plus, das können wir knicken. Ja, wir bräuchten irgendwelche Grenzstädte. Daegu setzen wir schon unter Druck. Die Hauptstadt der Ägypter, Rakedet, werden wir nicht bekommen. 15,3 nur. Oh lala. Jetzt wird's aber spannend. Wäre das denkbar, dass wir die Hauptstadt der Ägypter bekommen, wenn deren Loyalität wegsackt? 15,3, Mausoleum.
Abhadana, Weltuna ohne Ende. Das ist eine heilige Stätte. Das daneben ist ein Handelszentrum. Und das hier in der Ecke ist noch ein Weltwunder. Hier ein Hafen. Das wäre aber echt kackfrech. Sollen wir das mal versuchen? Einfach nur so, just for fun? Ich denke ja. Also wir schnappen uns, wir mal gucken. Wir schnappen uns unseren neuen Spion. Und schauen mal, ob er nach Rakedet kann. Wir wagen es mal. Wir wagen es mal. Wir schicken ihn hierhin erstmal mit Quellen beschaffen. Platzierung wählen. Er rennt jetzt erstmal dorthin. Er bewegt sich dorthin. In Birmingham. Händler fertig. Der ging rüber nach Rakedet. Die müssen wir auch wirklich wieder hinschicken. Sonst haben wir nämlich im Augenblick zu den Ägyptern keine Handelsbeziehung. Was aber nicht so schlimm wäre, weil die uns tourismusmäßig eh nicht zwingend für uns sind. Aber wir hatten viel Gold über die bekommen. Alternative. Gibt es irgendwo richtig viele Produktionen in Birmingham? Denn da wollen wir ja noch das Kraftwerk wollen wir kaufen. Geht es mittlerweile? Na, nächste Runde. Heilige Stätte entsteht hier, okay. Vollex, Archäologie abgeschlossen. Wir kehren gleich zu den anderen Dingen zurück. Archäologe abgeschlossen. Seehafen macht keinen Sinn. Wasserpark ginge gar nicht. Müsste ein Feld verkaufen. Das nächste Geländefeld, das wir bekommen, ist ein Landfeld. Immer wieder zu geizig, um ein Landfeld zu kaufen. Wohnraum ist immer möglich. Durch ein Wohnviertel. Und das macht schon Sinn, dann könnte die Stadt schneller wachsen. Allerdings ist die Frage, wie gut sind die Bürger hier? Ja, hier sind noch interessante Felder frei. Auch hier sollten wir uns übrigens danach einen Handwerker mal kaufen. Aber wir wollen erstmal ein Wohnviertel hier platzieren. Hier 5, dort 5. Hier kommt später eine Mine hin? Nein, dann hier. So, zurück zum Händler in Birmingham. Ja, also Produktion zu holen wäre gut, aber das hat ja die Binnenplätze, die kriegen alle nicht viele Produktionen. Insofern machen wir das wieder mit Rakedet. Da schwimmen wir im Gold und haben zu den Ägyptern wenigstens einen hier. Das machen wir. Wenigstens einen Handelsweg. Und hier rennen wir gleich zur nächsten Altertumsstätte. Es geht hier Schlag auf Schlag. Und jetzt mit unserem Siedler. Hier wollen wir eine Stadt gründen. Der schnellste Weg ist einfach so. Und schaut mal, die Speer sind ja echt nicht die stärksten, aber 20 Nahkampfstärke, dadurch, dass sie einen Chor haben, da können die vielleicht einen Angriff durchaus abwehren. Wohin geht's weiter mit dem jungen Mann? Hier links hatten wir noch mit dem Archäologen hier eins. Ich habe nicht mit, ich weiß nicht mehr auswendig, wie viele es waren. Aber ja, ich glaube, der hatte auch schon. Wir können ja ruhig hier oben ein bisschen was uns holen. Da oben ist ein Schiffswrack, aber nur eines. Und Altertumsstätten auf dem Land gibt es hier welche im Norden.
Eine hier. Und das war's. Von hier kommen wir her. Das ist echt durftig. Eine Runde weiter. 276 Tourismuspunkte mittlerweile, Runde für Runde. Und das nächste Schiffswrack. Graben wir aus, beziehungsweise wir tauchen danach. Aus einer, von einer Seeschlacht zwischen Victoria und Cleopatra. Sehr interessant, aber natürlich unsere eigenen Schätze mal bergen. Und entdecken eine alte Axt. Und dann geht es mit ihm weiter nach hier oben hin. Wir bekommen hier wirklich die Zeitalterpunkte eine nach dem anderen hinterhergeschmissen durch all die Artefakte, die wir ausgraben. Dadurch sind die goldenen Zeitalter ein Klacks für uns. Gleich haben wir auch genug Gold für ein Kraftwerk. Hier in Birmingham werden wir es uns kaufen. Und die heilige Stätte sollte endlich fertiggestellt sein. Nach Jahrtausenden ist sie fertiggestellt. Ich weiß, ein Teil von euch weiß es nicht. Soll ich einen Freudenschrei ausstoßen oder soll ich einen Wutschrei ausstoßen, dass es so lange gedauert hat? Soll ich in die Tastatur beißen oder soll ich sie voller Freude an die Wand schmeißen? Vielleicht weder das eine noch das andere. Vielleicht gießt ihr euch irgendwie ein Sekt ein, einen Orangensaft oder ein Glas Leitungswasser und stoßt auf mich an. Oder macht irgendeine geheime Wasserverschwörungszauberformel, mit der ich Schnupfen bekomme. Hauptsache, ihr macht was und Hauptsache, dieses Let's Play löst bei euch was aus. Denn egal, ob die Kommentare positiv oder negativ sind, wenn ich mitbekomme, dass ein Let's Play so rege kommentiert wird wie dieses und dass es Emotionen auslöst, dass es als Geschichte euch ein Stück oder viele von euch ein Stück packt und dass es bei euch Zustimmung, Ablehnung, überhaupt Reaktionen hervorruft und dass es euch beschäftigt, dann freut mich das. Dann freut mich das außerordentlich und es motiviert mich echt.